Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Farm, eines unserer Projekte hier im Landwirtschaftssimulator 22 und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ich bin hier noch am Einsammeln des Grases. Wir haben in der letzten Folge ja hier dieses Feld, ein Grasfeld gemäht. Und das war natürlich jede Menge Material und da oben seht ihr es jetzt, da oben liegen noch Ballen und wir haben die Ballenkapazität erreicht. Also wir können keine Ballen mehr pressen und deswegen muss ich jetzt hier mit dem Ladewagen das Gras hier noch einsammeln und zum Fermentersilo bringen. Ist ja auch nicht schlimm. Aber wir haben uns jetzt diesen Ladewagen noch nicht gekauft. Wir haben ihn nur gemietet jetzt für diese paar Bahnen, die es noch sind. Aber ich glaube, es waren dann auch schon drei Ladewagen waren es voll mit Material. Und der ist jetzt auch schon voll. Und da müssen wir uns dann Gedanken machen, ob wir doch zukünftig, weil wir werden nicht so viele Ballen machen können, wie wir gerne würden für unsere BGA, für unsere Mini-BGA. Und da müssen wir mal schauen, ob wir dann doch hier einsteigen in das Ladewagengeschäft sozusagen und uns mit unserem Händler da mal unterhalten. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück und finden auch einen im Gebrauchtwagen-Warenlager sozusagen. So, den hier können wir mit dem Helfer losschicken. So, Job erstellen. Und ich habe ihn natürlich bewusst jetzt hier an die Stelle gepackt, weil hier findet er dann den Weg und kann dann da drüben den Weg hochfahren. Okay, so, ich komme jetzt hier zu dem Kollegen und werde jetzt hier die Ballen noch einsammeln und dann brauche ich eure Hilfe, denn es ist wieder mal ein interessantes Phänomen und ich weiß nicht, woran es liegt, würde mich aber interessieren, ob ihr so ein ähnliches Phänomen habt. Aber ich komme gleich dazu, sobald wir wieder zurück zum Hof sind, denn dann kann ich euch zeigen, worum es geht. Ansonsten muss ich gestehen, ich habe jetzt hier dieses Projekt ein bisschen vernachlässigt. Zwischendurch haben wir noch neu Millibrunn einige Folgen aufgenommen. Aber es ist halt wirklich so zurzeit, das EA Sports PGA Tour, das ist zurzeit ziemlich weit oben hier bei mir in der Prioritätsliste. Und das finde ich auch, läuft auch ganz, ganz gut. Kommt auch an bei euch, freut mich sehr. Und da werde ich auf jeden Fall die nächste Zeit noch ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber wir wollen natürlich diese Projekte hier nicht ganz und gar vergessen, denn der Landwirtschaftssimulator liegt mir auch am Herzen. Ist auch eine wunderschöne Sache. Spiele ich immer wieder gerne. So, komm, pack den Ballen. Und deswegen wird es da mit Sicherheit auf jeden Fall noch weitere Folgen geben. So. Da fahren wir dann da oben rum und sammeln die restlichen ein. Muss man schauen, kriegen wir die alle jetzt mit dieser Einfuhre hin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. So, 13 Stück. Ich glaube, 24 Stück passen hier drauf. Ich habe jetzt überlegt, ob wir hier drüben, dieses Feld da drüben, das ist glaube ich die Nummer 5, ist aber halt auch ein ganz schön großes Feld. Da war ich jetzt am überlegen, ob wir da gibt es nämlich einen Ernteauftrag, ob wir den annehmen sollen. Weil der Ernteauftrag für da drüben, den hatten wir ja angenommen für das Feld hier nebenan. Und den habe ich abgeschlossen, da gab es dann 6.000, 7.000 dafür. Aber die waren dann leider wieder weg für den Ladewagen, für die Miete des Ladewagens. So, und wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir jetzt hier mit diesem Feld umgehen, weil wir haben ja noch zwei weitere Grasfelder. Und das ist jetzt natürlich dann schon ein bisschen Haufen Holz für unser Fermentersilo und eben für die Ballenproduktion. Und eventuell würde ich dann dieses Feld hier demnächst jetzt umgestalten, anders einteilen. Und da bin ich mir auch noch ein bisschen unschlüssig. Denn ich zeige es euch mal auf der Karte, während hier der letzten Ballen aufgenommen wird. Wir können natürlich auch das Feld im Prinzip hier mit so einem Längsstreifen, so wie die 15, komplett runterfahren und da ein Feld machen und dann vielleicht eben hier dann nochmal rüberfahren und dann hier hochfahren, damit wir da dann zwei kleine, ich sag mal, rechteckige Felder haben. Und dann lassen wir halt hier diesen Streifen, alles was hier auf der rechten Seite ist, lassen wir dann als Grasfeld stehen. Das wäre halt auch so eine Überlegung. Oder wir machen halt hier komplett hier rüber
und machen dann hier eben ein großes rechteckiges Feld und haben dann hier diese zwei Dreiecke im Prinzip noch als Restfelder. Ja, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Alternativ wäre natürlich vielleicht auch hier nochmal, aber da muss man sich wie gesagt Gedanken machen, weil gerade für solche Produkte wie Kartoffeln oder Zuckerrüben, was wir ja später auch mal machen wollen, da brauchen wir wirklich nicht diese wahnsinnsgroßen Felder, weil das wird ja dann eine ewige Geschichte. Gut, den bringen wir jetzt zurück zum Hof und dann zeige ich euch das Phänomen, weil wie gesagt, ich wollte das Ganze eigentlich schon abgeschlossen haben und in den nächsten Monat gehen. Denn die Idee war ja, sich jetzt einen Teleskoplader zu holen, damit wir anfangen können, hier die Ballen in die BGA zu werfen, um dann richtig Kohle zu machen, um hier die BGA richtig einmal zum Laufen zu bringen, weil im Moment reicht das Material aus dem Fermentersilo nicht, denn dadurch haben wir immer eine Unterbrechung und da brauchen wir einfach mehr Material. Und dann habe ich hier, wie gesagt, die Ballen angefangen zu sammeln. Und ich habe das Problem, dass er beim Abladen jetzt bockig wird. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt daran liegt, dass wir jetzt die Maximalzahl an Ballen erreicht haben. Oder es gab ja vor wenigen Tagen ein Content-Update. Und weil davor hat alles wunderbar funktioniert, weil ihr seht hier das Chaos. Ihr seht hier das Chaos und die ersten vier Reihen hier, die waren einwandfrei, das war noch vor dem Update und dann habe ich das Update gemacht und jetzt passiert eben Folgendes und das dürft ihr euch jetzt mal anschauen und das würde mich wie gesagt dann interessieren, ob ihr ähnliche Phänomene habt. So, bis hierher ist alles okay, aber wenn ich jetzt anfange abzuladen, dann fängt der Anhänger an zu kippen. Oh, und da ist es passiert. Und er wirft eben hier das ganze Material um. Jo. So. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir den hier... Augenblick, so. Ja, Ladefläche senken. Und dann schauen wir mal, ob wir den wieder hier gekippt kriegen. So, sehr schön. Okay. Also wie gesagt, das kommt nicht von ungefähr, warum das jetzt hier alles so ein bisschen verrückt hier aussieht mit den Ballen. Ich habe die dann wieder aufgesammelt und habe dann da oben versucht, die Ballen zu stapeln. Und wenn man schnell genug auch unter den Ballen durchfährt oder rausfährt, dann geht es auch einigermaßen. Aber es ist jedes Mal ein Mordsgefrett. Und da würde ich mich echt interessieren, ob ihr ähnliche Probleme habt seit dem Content-Update oder ob das jetzt, wie gesagt, anders kann ich mir das im Moment nicht erklären, einfach daran liegt, dass ich die Maximalanzahl der Ballen erreicht habe. Also wer da eine Idee hat, bitte schreibt es mir doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob ich jetzt einfach ein paar Ballen verkaufen muss oder einfach aufpassen muss, nicht mehr so viele Ballen zu wickeln oder ob da jetzt in Anführungszeichen ich doch hoffen muss, dass es die Tage vielleicht doch ein kleines Update gibt. Also ich denke, ich bin hier nicht der Einzige, der Ballen wickelt und Ballen transportiert hier mit diesem Wagen. Schreibt mir es in die Kommentare. Alternativ könnte ich mir natürlich einen Autoload-Wagen holen, einen flachen, und dann natürlich damit die Ballen holen. Aber ich finde es halt mit diesem Fahrzeug hier immer noch irgendwie am schönsten. Auch wenn es natürlich ein bisschen mehr Arbeit ist, gar keine Frage. Apropos Arbeit, da drüben steht unser Fan mit dem Ladewagen, dann würde ich das jetzt auch erstmal, ja, obwohl wenn wir mit dem unterwegs sind, wir haben hier nur noch die zwei Ballen, das sind ja nur noch zwei, okay. Dann sammeln wir die jetzt mal erstmal ein. Und dann schauen wir mal, ob eigentlich das Phänomen noch auftritt mit nur zwei Ballen. So. Okay. So, da ist der Fan. Auch so eine Geschichte, wenn man hier die mit dem Helfer die Traktoren eben mit dem Helfer irgendwo hinschickt und die kommen wieder zurück, dann ist immer das Lenkrad hier hoch. Das ist auch so ein komisches Phänomen. Also wenn ich jetzt hier aussteige und wieder gleich einsteige, so, dann ist das Lenkrad wieder da. Liegt das jetzt nur an einzelnen Traktoren? Das würde mich auch mal interessieren, wobei ich habe das jetzt schon bei einigen festgestellt. Oder ist das ein generelles Thema? So, das bisschen werden wir hier noch einladen.
Oh ja, 11.52 Uhr. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich den übernommen habe, aber ruckzuck haben wir noch eine weitere Stunde. Dann will ich das nämlich ganz, ganz schnell ins Silo bringen. Und dann werden wir den Ladewagen zurückgeben. Erstmal. Und wie gesagt, da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir zukünftig das machen. Aber es sieht wohl so aus, als müssten wir auf jeden Fall uns einen Ladewagen kaufen. Es hilft nichts, da kommen wir wohl nicht dran vorbei. Denn mit Ballen werden wir nicht, ja, die Felder geben einfach zu viel her. Wir müssen da ein bisschen weniger Wiese machen oder halt eben mit dem Ladewagen. Hilft nichts. So. Weil hier haben wir nämlich auch Wiese. Und da haben wir auch Wiese und ja, das Feld ist natürlich auch ideal. Da könnte man zum Beispiel auch Mais drauf machen zum Häckseln. So, und dann könnte man nämlich auch mal mit den Göwal arbeiten, weil die können ja auch Häckselgut zu Ballen verarbeiten. Dann wäre es natürlich auch interessant, ob diese Ballen genauso zählen wie die anderen Ballen. Ist aber wohl anzunehmen. So, 53, ich war jetzt auch so frech und habe tatsächlich ein bisschen auch die Uhr runtergestellt, damit eben nicht noch die zweite Stunde dazu kommt in der Miete. So, und wir müssen auch mal schauen, dass wir echt vorwärts kommen, denn ja, der zukünftige Hof mit der entsprechenden mit den Kuhställen, das muss jetzt dann auch mal irgendwann kommen und dann müssen wir dann auch mal anfangen, hier die Wege zu machen, so wie ich es hier schon mal angefangen habe. Aber es kostet eben alles Geld, Geld, Geld. Sodele, wir werden diesen Kollegen jetzt erstmal wieder abstoßen. Stopp, stopp, gemietet hier. So, so schön er war, aber er kostet, glaube ich, über 100.000 und das können wir uns eigentlich im Moment noch nicht leisten. So, ich schaue mal noch mal kurz rein. Was haben wir denn jetzt Miete bezahlt? So, Miete, 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 Mietkostenfahrzeuge 6.000. Ja, das war im Prinzip das, was uns der Auftrag, der Ernteauftrag eingebracht hat. Okay. Wie gewonnen, so zerronnen. Wir gehen zu unserem Messe Ferguson. Und jetzt liefern wir die zwei Ballen auch nochmal ab und dann schauen wir mal, was da jetzt passiert, ob da dann auch wieder rumjuckt. Und ich tendiere jetzt dann doch fast dazu, dass wir in den nächsten Monat gehen, weil ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr zu tun und den Ernteauftrag auf dem Feld Nummer 5, das wäre dann schon mega. Da ist zwar, glaube ich, ein großer Glas mit dabei, aber uns fehlt ja an unserem Drescher im Moment noch das Schneidwerk. Wobei wir das sowieso brauchen, denn hier drüben haben wir ja, ja, was haben wir hier eigentlich? Augenblick, Gerste? Hafer. Okay, also das heißt, wir brauchen ja sowieso dann ein Schneidwerk. Wir müssen dann nochmal kurz reinschauen in den Auftrag. 50.000, 55 oder so würde der bringen. Und wenn wir natürlich dann noch Material haben, gehe ich mal davon aus, sind die Mietkosten drin. Aber so ein Schneidwerk kostet uns halt jetzt auch erstmal 89, 99 so um den Dreh rum. Naja. So, und ich will ja wie gesagt noch den Teleskoplader kaufen. Okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ballen entladen. Ne, soweit ist alles gut. Ja, vermutlich passiert jetzt gar nicht so viel, weil er halt eben nicht diese Wurst hat mit den 24 Ballen. Ich glaube, das ist irgendwie das Problem und dann wirft sie durcheinander. Ja, man müsste dann spaßeshalber einfach mal mit weniger Ballen probieren. Also das war okay und schön, dass er diese runtergeworfen hat. So, machen wir mal Folgendes. Nur probieren geht über studieren. Und wenn wir es nicht probieren, dann werden wir es nicht wissen. Wir nehmen einfach mal hier 12 Ballen auf.
Dann haben wir die Hälfte und dann schauen wir einfach mal, was dann passiert, ob der dann auch so Schwierigkeiten macht. Weil wie gesagt, ich denke, es liegt eben an der Ballenwurst, so will ich es mal formulieren. Und sowas hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht. In unserem anderen Projekt, Neu-Mini-Brunnen, da sind wir noch nicht am, da fahren wir ja nur mit dem Ladewagen, da haben wir noch gar keine Wickler. Das war nur, weil wir da mal einen Auftrag hatten und da hatten wir dann einen Göweil-Wickler. Da haben wir den angenommen, um mal diese Fahrzeuge oder dieses Equipment zu testen und zu sehen. Wunderbar, sind sehr schön. So. Aber dort haben wir bis jetzt immer nur mit Ladewagen gearbeitet. So, jetzt sind wir noch drei Stück. Da können wir eigentlich die hier nehmen. Zwei. So, und den noch. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ob der uns dann auch wieder wild durch die Gegend springt. So, Ballen entladen. Solange er sich da schiebt, ist eigentlich noch kein Problem. Sondern erst jetzt, wenn er sie runterschiebt. Ja, ruckelt und zuckelt ein bisschen. Ja, und wenn man rausfährt, ist kein Problem. Aber er behält sie auch nicht zusammen. Also sie fallen in sich zusammen. Also dann sieht es hier aus wie bei Kraut und Rüben, wie bei Hempels und am Bett, wie man so schön immer sagen. Und das ist, wie gesagt, eine ganz komische Geschichte. Irgendwas scheint da nicht mehr zu stimmen, dass er die Ballen hier dann als Wurst zusammenbehält, hier gestapelt und... aber auf der anderen Seite, solange sie noch drauf sind, nicht richtig runterschiebt. Also ganz komische Geschichte an der Stelle. Mich würde wirklich eure Erfahrungen interessieren und ob, der da was ob ihr da schon was eine Lösung dafür gefunden habt. Ich erinnere mich ja noch ganz am Anfang beim LS 22. Da hatten wir ja genau auch das Thema. Wie war denn das? Wenn man auf dem Ballenwagen Ballen hat liegen lassen und hat dann, glaube ich, das Spiel verlassen, dann hatte man dann... So, wo war's? Dann hatte man doch tatsächlich hier im Shop, dann lagen da überall Ballen rum. Ja, und jedes Mal, wenn man Ballen hat auf dem Wagen liegen lassen, also dort gelagert hat, dann sind es hier noch mehr Ballen geworden und die sind dann auch nicht verschwunden. Die hat man irgendwie nicht weggekriegt, zumindest nicht auf der Konsole. Ich glaube, auf dem PC konnte man natürlich irgendwas in den Skripts arbeiten oder dort irgendwas manipulieren. Das geht natürlich hier in der Konsole nicht. Ich glaube, ihr erinnert euch an diese Thematik mit den Ballen, die plötzlich im Shop aufgepoppt sind. Also ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch wieder irgend sowas ist mit diesen Ballen, mit diesen Paletten. Da gibt es immer irgendwie komische Phänomene nach Updates. Also es würde mich interessieren, was ihr da entsprechend vielleicht gefunden habt oder dazu wisst. Ansonsten hatten wir ja gerade besprochen, wie gesagt, das Thema Aufträge. Und hier haben halt eben dieses Feld 5 und da wäre ein großer Glas. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht. Also ist auch egal. Ich glaube, wir machen das nicht. Wer wird denn in den nächsten Monat gehen? Weil ich wüsste jetzt nicht, dass wir noch was haben. Augenblick. Also, so, die Tiere haben wir ja noch nicht. Hier läuft. Silage wird produziert. So, hier wird produziert. 181 Gras. Und wir haben noch jede Menge Häckselgut. Das ist... ja, so, und hier haben wir die Silage beziehungsweise schon drin, aber wird noch nicht verarbeitet. So, Gärreste 66.000, damit können wir dann demnächst auch anfangen. So, und Tiere haben wir noch nicht und ernten können wir auch noch nicht. So, da ist dieses Feld und bei uns, ja, ist eben genau der Punkt, wir brauchen eigentlich jetzt für dieses Feld hier demnächst brauchen wir eigentlich... das Schneidwerk. Aber ich würde halt gerne die BGA erstmal richtig schön befüllen. Okay, Freunde,
Ich würde sagen, wir werden in den nächsten Monat wechseln. Dann holen wir uns den Teleskoplader und dann fangen wir mal an, hier die BGA richtig zum Laufen zu bringen. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bei unserem Projekt LS22 Big Farm hier auf der Neubattelshagen ihr dann hier mit dabei seid. Ich bedanke mich, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.